Wir sind zurück bei Let's Ride und ich freue euch heute ganz herzlich, euch zu Imola zu begrüßen. Ich bin froh, dass ihr alle wieder reingeschaltet habt, nach der doch sehr verpeilten Folge von gestern, die extrem geil war mit den ganzen Glitches und so. Aber wir werden heute erstmal ein 1er-Team wieder zusammen machen. Das glaube ich schon. Ich wette, ihr habt auch schon wieder ein gutes Setting für mich eingestellt. Tja, wie ihr seht, ist hier immer noch einiges verbuggt. Ich weiß gar nicht, was wir nehmen wollen. Ich würde mal sagen, da die R1M hat, die R1M hat sich sehr gut bewährt. Ich glaube, die werden wir mal nehmen. Aber hier sind noch so viele andere geile Maschinen, die wir auf jeden Fall nehmen können. Wir können auch neue kaufen dazu, aber da haben wir wenig Geld und ich glaube, das würde auch wieder den Rahmen sprengen. Darum würde ich mal sagen, nehmen wir mal die R1M. Bin mal gespannt, was da so passieren wird. Die ist zwar nicht die schnellste, aber sie ist stabil. Ein guter Allrounder. Bin ich einfach gespannt. So, wollen wir mal gucken, ob das heute alles so klappt. So, das ist auf jeden Fall die R1M. Ich bin mal gespannt, ob die auch noch so jetzt besser im Fahrverhalten ist als die andere von gestern. Guck mal. Da haben sehr viele gute Maschinen mit. Oh, hier eine KTM fährt sogar mit. Die kleine Rennvariante, nicht schlecht. Aber die wird denken, wird gleich wieder nach hinten geschoben. Wilson, mal gucken, wie ihr seid. Ob seid ihr hier vorne schon mit dabei? Sato, Leshy, Brown, Zonka, da habe ich Zonka gesehen. Und den. Oh. Was ist hier los, Alter? Wo fahr ich denn hin? So, Sato, Freshy, Vitolucci. Da ist er, Zonka, sag ich doch. Da seid ihr, alles klar. Ich wette, ihr habt gestern ein bisschen wieder an der Maschine rumgefummelt, ne? Ah, und schön die Ducati. Hey, nicht schlecht. Ist ja gut. Hätte ich auch auswählen können. Die waren mir ein bisschen in den Werten doch ein bisschen zu schlecht. Aber naja, es hängt immer mit dem Fahrer zusammen, wer was macht. Und ihr seid ja schon auf Platz 2 damit. Also war es doch schon mal die gute Wahl für euch, eine ja doch zuverlässige Ducati auszuwählen. Ich werde jetzt hier erstmal schön mit der Yamaha weiterfahren, die wirklich gut aussieht. So. Ja, also die ganze... Jetzt stimmt die Physik wieder nicht so wie gestern. Also da kannst du wirklich... Kannst du echt was mitmachen. So. Ihr seid mit 1,9 Sekunden hinten und ich fahre euch weg. Das ist cool. Das ist richtig gut. Also, das heißt gut. Ihr sollt natürlich dranbleiben, aber so habe ich wieder ein bisschen Zeit, wenn ich hier mal wieder Bockmist mache, dass ich ein bisschen Zeit habe, das wieder auszutarieren. So. Sieht aber gut aus. Wie viele Runden müssen wir fahren? 3 Runden müssen wir fahren. 16 Leute sind wir insgesamt. Oh, so ein gediegenes Rennen, Leute, oder? Das war nicht so. Das ist ein bisschen neben der Strecke. Aber nein, ich bin immer verpeilt. So. 3,8. Das ist komplett ein Unterschied zu gestern, ey. Hier hast du jetzt auch wieder Vibration im Controller. Also jetzt stimmt auch wieder alles. Oh, Schikane. So, wollen wir mal. Ich komme echt über gestern nicht hinweg, ey. Das war zu geil. Muss ich mal nach der Aufnahmesession muss ich dann mal auf jeden Fall mal gucken, wie ich das hinkriege. Ob man vielleicht sogar ein Tipps und Tricks Video machen kann, aber das ist ja eigentlich Cheaten. Es ist eigentlich Cheaten und das sollte man nicht unterstützen, aber ey, vielleicht gibt es ja welche drin, die sogar noch schlechter sind in dem Spiel als ich. Ja gut, vielleicht sind das so 2-3 Typen, ne? Aber vielleicht könnt ihr ja diesen Tipp benutzen, gerade da ja das Spiel jetzt ja auch in den USA rausgekommen ist. Da sind ja sowieso die meisten unfähigen Leute. Oh, was ist hier da? Ja, komm. So, mit 150 gibt mir der Feuerreifen. Und vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen brauchen. Oh, sieht aber soweit ganz gut aus. So, wo seid ihr denn? Kann es sein, dass ich euch wegfahre? Das ist mal richtig gut, Alter. War doch vielleicht die R1M, war vielleicht doch die Suche und doch die klügere Wahl. Hättet ihr die mal auch genommen. Hättet ihr mal auch genommen. Ich weiß, ihr habt das abgestimmt, wer was nehmen soll. Ich wette, einige von euch haben bestimmt auch dafür gewotet, dass sie selber auch gerne die R1M hätten wollen als Zonka-Fahrer, aber hey, demokratisches Let's Play. Die Zuschauer wählen, womit sie selber fahren, ne? Also, beschwert euch bei den anderen. Oh, hier habe ich irgendwie verbremst, aber noch gerettet. Ja, finde ich gut, ey. Wir fahren das Ding ganz chilly die nach Hause. Ich
gut. Echt gut. Oh, hier schön der Gummiabrieb. Dann zu spät das Gewicht verlagert. Aber kein Problem, kein Problem. So, ich habe mich selber nochmal um 3,3 Sekunden verbessert. Krass, Alter. Okay, da sollte ich vielleicht nicht so lange nach vorne gucken. 3,3 Sekunden, das ist nochmal aus der zweiten. Also wenn ich ja, wenn ich wüsste, dass es die erste Runde gewesen wäre, weißt du? Hätte ich so gesagt, ja, kein Problem. Aber dass ich die zweite Runde auf die dritte Runde nochmal um 3,3 Sekunden nochmal... nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. Darf ich mir wahrscheinlich selber mal auf die Schulter klopfen, wenn ich meine Hand frei habe. Ah. Siehste? Eigenlob kommt vor den Fall. Und jetzt mache ich wieder nur Mist, Alter. So. 100 Meter, da bremsen wir runter. Da sind wir schon wieder eine halbe Sekunde schlechter als davor. Naja. Ich habe meine Zeit aufgestellt, das reicht mir. Ich muss das Ding jetzt nur nach Hause fahren, Alter. Volle Pulle musst du gar nicht mehr geben. Ich gehe auf Sicherheit. Ich mag das Bodykit, Alter. Ich mag echt das Bodykit. Müssen wir mal gucken, wie da die Maße sind. Wäre doch in echt wäre das ein schöner Custom-Job, wenn man mal selber so ein Motorrad umbaut. Die Maße und die ganzen einzelnen Schraubenplätze sind und so. Mhm. Ich kriege schon wieder Ideen, welche Motorräder man da draufsetzen könnte. Schöner Motor hier, ein schöner Motor da, das Fahrwerk hier. Ja. Ich komm drauf. Komm mal an, hey, du hast eine R1M, nicht schlecht. Und dann so, nee, hab ich nicht. Ist ein Trabant, Alter. Ich hab's so umgebaut. So eine alte NSU, weißt du? Oh. Hab ich fast das Gewicht falsch verlagert. Gut, dass ich mich nochmal nach hinten gesetzt habe. Na, das hat mich Zeit gekostet. Wir haben 0,7 wieder ausgeholt, nochmal zu viel. Fast eine Sekunde im mittleren Sektor, aber jetzt im dritten Sektor wieder übelst verkackt. Ah. Ich wollte es halt sicher nach Hause bringen, ne? So, und jetzt apropos sicher, ist richtig. Wir sind im Ziel, Alter. Komm her, jetzt ziehen wir mal hoch, Alter. Alter, mit 180, Alter. Ich glaube, ich habe einen Knall, Alter. Würde ich nie machen in echt, Alter. Wäre mir viel zu riskant. So. Der Traktor, Alter. Das ist so geil. Wie so ein fetter Hund oder so. So, Leute, muss ich mal kurz was trinken? Alles klar, weiter geht's. So, Track Racing, alles klar. Gut, ich würde mal sagen, wir nehmen die R1, war ganz gut. Beschleunigung, ja, 9,3. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob wir gewinnen, aber ich bin mal gespannt. So, da bin ich mal gespannt. Okay, PlayStation 2 Babys sind auch wieder mit dabei. Sehr gut. Yeah, sieht noch gut aus. Oh, Alter, geht der weg. Mal hinterher, komm. Ich schalte mal ein Stück zu früh, okay. Jetzt. Okay, wir schrauben uns langsam ran. Langsam schrauben wir uns ran. Das wird eng. Da vorne kommt schon das Ziel. Das wird sehr eng. Das ist zu eng. Ja, keine Chance. Alles klar. Nee, ist kein Problem. Ist kein Problem. Ich habe den Start nur verkackt. Warte, machen wir hier schnell was an den Einstellungen. Ich hasse das immer, dass ich das so unrealistisch... Ich würde das viel lieber hier so testen, wie es wo am besten passt. Aber nee, leider, da ist das Einzige, wo mich das Spiel wirklich enttäuscht. Ja, kein realistisches Tuning des Fahrwerks. Das nervt mich ein bisschen ab, aber naja, bei Track Race, je härter, desto besser. Aber ich würde trotzdem gerne immer dieses Wippen vermeiden. Und das ist wirklich das, was mich am meisten abfuckt beim Track Racing. Aber naja. Oder was war denn das? Kolbenfresser! Hat er sich verschluckt oder was, Alter? Na gut, ein Kolbenfresser war das nicht, aber er hat sich übelst verschluckt. Was war das denn, Alter? Na gut, machen wir einfach mal Vollgas. Mal gucken, was passiert. Bin einfach mal gespannt. Okay,
Okay, wir probieren es nochmal, komm. Der Controller. Okay, so, jetzt kommen wir nah ran. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir holen ihn auf jeden Fall ein. Okay, ja, das schaffen wir, aber es ist kein schöner Sieg. Es ist kein schöner Sieg, Leute. Der Start ziemlich schlecht ist. Der Start war ziemlich schlecht und wir müssen auf jeden Fall einiges nochmal hauen. Bin ich auch mal gespannt. Bin ich mal echt gespannt. Nein, ihr fahrt diesmal nicht mit. Okay, ihr wollt euch dieses Peinliche nicht antun. Das ist gut. Ich müsste es ja auch ein bisschen mit. Ah, das sind die DLC-Dinger. Cool. Smith, Alter. Smitty, Alter. Der will's wissen, Alter. Ja, der fährt mir zu weit weg, Alter. Ich glaube nicht. Der beschleunigt immer noch. Ich müsste jetzt schon rankommen, dass ich das schaffe, aber das war's, Alter. Keine Chance, Leute. Keine Chance. Nee, wir sind gleich auf. Wir sind sowas von gleich auf. Keine Chance, Leute. Keine Chance. Das ist auch schon ein Ziel. Da kommt die Zielmusik von ihm. So, dann probieren wir es jetzt nochmal ganz schnell mit der guten GSX, die mich eigentlich viele gute Folgen lang begleitet hat. Ich bin mal gespannt. Okay, wir müssen definitiv irgendwie mal den Start anders machen. Also bei den Open Events ist es definitiv anders. Ist es definitiv anders. Kannst mir erzählen, was du willst. Bei den Open Events, da sind die Gegner irgendwie anders und vor allem auch das mit dem Beschleunigen von mir. Haben sie nichts? Tja, Leute, dann würde ich mal sagen, dann lassen wir es für heute. Ist auch schon ein bisschen spät und ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt hier cutten soll. Ja. Ihr seht, rausgeflogen. Muss mal gucken, wie ich das morgen mache, ne? Also in diesem Sinne, tut mir leid, dass es so schlecht war, aber ich versuche, ich gelobe Besserung. Also in diesem Sinne, macht was Sinnvolles. Ich bin euer Icehawk. Ciao.